Ich habe alle Fragen, die ihr zu meinem Ausbauvideo gestellt habt, gesammelt und du guckst schon so, ist der Ton schlecht? Aber ich fuge gerne ab. Ich habe alle Fragen gesammelt, die ihr zum Ausbauvideo gestellt habt, beziehungsweise zur Roomtour und beantworte die. Ganz viele haben gefragt, warum hast du dich letztendlich für den Opel Combo C entschieden? Und zwar ist der günstig zu haben gewesen. Er ist günstig im Verbrauch und im Unterhalt. Ich zahle nicht so viele Steuern dafür. Er verbraucht halt nicht so viel, spart Spritkosten. Ich kann mich für die Ersatzteile beim Opel Corsa bedienen. Die Ersatzteilverfügbarkeit ist ganz gut und die sind auch nicht so teuer. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen VW-Bus gekauft hätte, wäre das vielleicht cooler gewesen, aber dann hätte ich den einen oder anderen Herzriss bekommen, wenn ich mal in die Werkstatt hätte fahren müssen, um mal was zu ersetzen. Der Wagen ist schön klein, das heißt, ich passe in jedes Parkhaus rein. Ich passe auf Parkplätze, die eine Höhenbegrenzung haben. Es gibt manche, die haben nur eine 1,90er Grenze. Ich passe da trotzdem drauf. Außerdem erkennt man auch nicht sofort, dass das ein Camper ist. Die Leute vermuten erstens nicht, dass in so einem kleinen Auto irgendjemand schläft und da drin campt und man ist halt eher unauffällig. Ein weiterer Punkt ist, ich nutze den Wagen für Urlaube, für Wochenenden nach der Arbeit und ich wohne nicht da drin. Das heißt, ich kann bei solchen Punkten auch auf Stehhöhe verzichten, weil das dann zu der Art und Weise passt, wie ich ihn nutze. Ich glaube, das ist die meistgestellte Frage, wie groß bist du? 1,80 Meter. Ist das nicht zu klein oder zu eng in dem Wagen? Ja, es ist klein. Ja, es nervt, dass man keine Stehhöhe hat. Aber ich kann trotzdem damit leben, weil das, was mich nervt, nicht permanenter Dauerzustand ist, weil ich nicht drin wohne, sondern weil ich ihn wirklich in begrenzten Zeiten nutze und deswegen ist das okay. Dann lebe ich in einer Großstadt, in der Parkplatzmangel herrscht. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Riesenwagen fahren würde, wäre das vielleicht sehr schön und komfortabel, aber ich würde jedes Mal einen Anfall kriegen, wenn ich versuchen würde, mit dem Wagen nach Hause zu kommen. Ich brauche diesen Wagen hier auch im Alltag und wenn ich das mit einem Großen hinbekommen müsste, wäre ich, glaube ich, aus anderen Gründen genervt. Dann kam der Kommentar mit der Liegefläche von 1,90, das dürfte für die meisten Leute passen. Und ob ich dafür denn extra die Sitze nach vorne schieben musste oder ob das so gepasst hat. Ich fahre sehr komisch Auto. Ich sitze, glaube ich, viel weiter vorne als so ein Durchschnittsfahrer. Jedenfalls sagen mir alle, die mit meinem Auto fahren wollen, da drin sitzen, das testen. Du sitzt aber weit vorne. Und das hat bei mir einfach dazu geführt, dass es mit der 1,90er Fläche super gepasst hat, ohne dass ich dafür irgendeinen Sitz nach vorne schieben musste. Das kann immer so bleiben. Dann kam die Frage, hast du deine Sitzbank ausgebaut? Ja und nein. Ich habe die Rückbank drin gelassen, die Rückenlehne, und habe nur die Sitzfläche rausgenommen. Das heißt, wenn ich die Rückenlehne umgeklappt habe, hatte ich eine ganz ebene Fläche, auf die ich dann super die Bodenplatte legen konnte. Nächste Frage war, wie habe ich die Sitzfläche ausgebaut? Und zwar gibt es so kleine Spannfederbefestigungen, in die die Sitzflächen eingerastet sind. Das heißt, man nimmt einen kleinen Schlitzschraubendreher und drückt es ein bisschen ein. An der anderen Seite hält man auch ein bisschen gegen. Und dann kann man metallische Teile rausnehmen und so die Sitzflächen entfernen und später auch wieder einbauen. Dann wurde gefragt, meckert denn dann da der TÜV nicht? Muss ich das vom TÜV eintragen lassen? Will der irgendwie erstmal meinen Ausbau sehen oder darf ich damit so durch die Gegend fahren? Das hier ist ja ein PKW und ich will ihn nicht zum Wohnmobil umschlüsseln lassen. Das würde für mich sehr, sehr wenig Sinn mit Steuern und Versicherungen ergeben. Das heißt, das, was ich hier eingebaut habe, ist erstmal Ladung und das interessiert den TÜV nicht. Die einzigen, die das interessieren würde, wäre vielleicht die Polizei oder mal das Ordnungsamt, wenn meine Ladung nicht ordentlich gesichert wäre und ich dementsprechend gegen irgendein Gesetz zur Ladungssicherung verstoßen würde. Der TÜV interessiert sich immer dann für einen Ausbau, wenn man sein Auto umtragen, umschlüsseln lassen will. Das heißt, viele Leute, die einen großen Transporter haben, müssen sich Gedanken darüber machen, dass sie eine ordentliche Gasanlage drin haben, mit den ganzen Vorgaben dafür, Gaskasten und so weiter. Das ist hier nicht so, es ist einfach ein PKW, der permanent Ladung geladen hat. Wenn ich zum TÜV fahre, wird er gucken, wie viele Sitzplätze sind in meinen Papieren eingetragen. Gibt es die Gurte dafür noch? Funktionieren die? Ist das alles funktionsfähig? Gehört habe ich, es gibt vielleicht zu den Sitzplätzen manchmal Nachfragen. Dann kann es sein, dass ich die hintere Sitzfläche wieder einbauen muss und
dann kann der TÜV halt prüfen, ob die Sitze, die eingetragen sind, auch noch zur Verfügung stehen. Dann gab es einen Kommentar, du hast sehr schönes Holz verwendet, gerade die Arbeitsplatte, aber das ist ja massive Eiche, ist das nicht zu schwer? Ja, die Arbeitsplatte ist schwer, aber da kann man fast die Hälfte abziehen, weil ich ja noch dieses riesige Loch für die Spüle ausgesägt habe. Und es ist wirklich die einzige Stelle, wo ich etwas derart Schweres verbaut habe. Aber für mich macht es einen Riesenunterschied in der Gemütlichkeit. Und ich habe im Gegenzug darauf geachtet, möglichst an allen anderen Ecken und Enden so viel Gewicht zu sparen und so leicht wie möglich zu bauen. Das heißt, das Holz so stark wie nötig, so dünn wie möglich. Da, wo ich Verkleidung oder Rückwände weglassen konnte, habe ich das gemacht. Wo ich andere Lösungen finden konnte für Aufbewahrung und so weiter, habe ich andere Lösungen gefunden. Und ich habe darauf geachtet, dass ich das Gewicht jeweils gleichmäßig im Auto verteilt habe. Bei mir gibt es auf der linken Seite den Frischwasser- und den Abwasserkanister. Und hinten gibt es dann die Arbeitsplatte. Auf der rechten Seite gibt es die Box mit meiner Werkzeugkiste, der Toilette, Katzenstreu, den Gaskartuschen. Und hier gibt es die Solarbox, dieses Solarpack mit einer Lebensmittelbox. Das heißt, das ganze Gewicht ist so gleichmäßig verteilt, wie es ging. Dann kam die Frage, ob ich das Waschbecken abgefugt habe. Nein, habe ich nicht, hatte ich am Anfang ganz fest vor. Dann kam das Waschbecken aber mit sehr, sehr vielen von so Klemmschrauben. Und damit konnte man das Waschbecken sehr, sehr fest an die Arbeitsplatte anziehen. Ich mache da drin jetzt auch keine Wasserschlacht und habe ja keine Elektrik hier verlegt darunter. Oder da ist jetzt nichts, selbst wenn da mal ein Tropfen runterrollen würde oder so, dass dadurch irgendwie eine Gefahr entsteht. Ich kontrolliere auch regelmäßig, gibt es da irgendwie Undichtigkeiten? Gibt es nicht. Bisher hat alles super top gehalten. Und wenn ich irgendwie feststellen sollte, ich brauche unbedingt eine Fuge, dann würde ich das Waschbecken abfugen. Aber bisher war das ein nicht notwendiger Schritt. Ist das nicht ein bisschen wenig Stauraum? Wo bewahrst du deine Kleidung auf? Ich habe Stauraum unter der Küche, weil die Wasserkanister nicht unter der Küche angebracht sind. Ich habe Stauraum unter diesen Boxen, in den Boxen, in dieser Box, über der Fahrerkabine. Ich habe den kompletten Beifahrersitz zur Verfügung und ein Hängenetz hier oben zur Aufbewahrung und die kleinen Seitennetze. Da ich hier den Sofamodus, also den Deckel ausgeklappt, die meiste Zeit so lasse, habe ich den ganzen Streifen unten drunter auch noch zur Verfügung. Das heißt, wenn ich Lebensmittel dabei habe, habe ich eine Lebensmitteltasche, die steht hier drunter. Kleidung, mal einen Rucksack oder so, das steht hier drunter. Schuhe, Ersatzschuhe, das passt alles hier drunter und da komme ich dann immer auch schnell dran. Noch mehr Stauraum könnte ich auf dem Dach schaffen, habe ich bisher nicht benötigt. Ich bin meistens alleine unterwegs, von daher Stauraum gibt es genug. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal länger da drin zu wohnen? In einem Van generell ja, das war immer die Grundidee so dahinter. Aber in einem kleinen Minicamper zu wohnen, nein. Für verlängerte Urlaube und Reisen und so ist das toll, aber zum drin wohnen und wirklich das Gefühl zu haben, man kann sich zurückziehen und man hat alles, was man braucht, wenn man wirklich Privatsphäre braucht, mit Dusche und ja, einfach Platz, ohne dass man sich organisieren muss und was überlegen muss, glaube ich, würde ich was Größeres bevorzugen. Benutze den Wagen auch im Alltag? Ja, das ist hier meine permanente Ladung. Natürlich nehme ich nicht immer alles mit, aber benutze den Wagen ganz genau auch im Alltag. Wo zieht es dich hin? Nahe Region oder weiter weg? Wo willst du mit dem Wagen hin? Also jetzt aktuell bleibe ich natürlich in meiner Region, nehme da ein bisschen Rücksicht wegen Corona und plane jetzt hier nicht die Fernreisen. Das weiteste, was ich mit dem Wagen weg war, waren so 250, 300 Kilometer ungefähr. Und die längste Tour, ich glaube, 5-6 Tage oder so. Alles andere war jetzt innerhalb von der Zeit, wo ich den Wagen besitze, einfach nicht möglich. Aber es ist auf jeden Fall geplant. Der große Traum, die große Idee dahinter war immer, mit dem Wagen irgendwann nach Marokko zu fahren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der kleine Kombo das schafft. Wenn er das schafft, ich werde es auf jeden Fall versuchen, fährt er am Ende bis nach Marokko. Eine Frage zur Toilette. Wie macht man das, wenn man nachts auf Toilette muss? Gute Frage. Nervt. Wenn ich nämlich das Bett einmal umgeklappt habe, ist der Zugang zur Toilette natürlich nicht mehr so einfach vorhanden. Das heißt, ich halte mich ganz strikt an die Regel, wirklich das Bett komplett erst aufzubauen, wenn ich mir ganz sicher bin, ich war noch mal einmal das letzte Mal auf Toilette und jetzt will ich wirklich schlafen. Ansonsten
im Notfall komme ich natürlich trotzdem nachts an die Toilette. Das heißt, ich klappe einfach diese eine Deckelseite wieder auf, mache den Deckel auf, nehme den Kanister mit dem Trichter raus und kann die Toilette trotzdem nachts benutzen. Aber ist natürlich nicht so bequem. Warum hast du 20 Liter Frischwasser, aber nur 10 Liter Abwasser? Ganz einfach, weil ich nicht jedes Wasser, das ich entnehme, auch wieder zurückführe in den Abfluss, sondern ich benutze es zum Kochen, zum Trinken, Kaffee machen, mal was putzen draußen oder ich nehme es irgendwo mit hin. Das heißt, bisher kam ich immer ganz gut aus, weil die Idee dahinter von euch war, ich würde dann immer sofort sehen, sobald der eine Kanister leer ist, dass ich den anderen entleeren muss. Ich kann die Kanister von drinnen ohne Probleme sehen und kann sehen, wie viel da drin ist und dementsprechend, ja, war das nicht notwendig. Stinkt das Wasser, das Abwasser nicht? Bisher nicht. Also es sind 10 Liter und ich hau da jetzt auch keine großen Essensreste rein. Ich habe ein kleines Sieb in der Spüle und achte auch darauf, dass ich die Dinge vor dem Spülen so weit reinige, dass da jetzt keine Essensreste großartig mehr mit ins Abwasser fließen und von daher, bisher hat das noch nicht gestunken. Stinkt die Toilette nicht? Wenn ich sie nicht sauber machen würde, würde sie vermutlich stinken, aber in den Kanister passen ja eh nur 2 Liter rein, das heißt, man kann sie ungefähr 4-mal benutzen und dann muss man sie leeren. Das reicht, um Stinken zu verhindern. Und was man ansonsten gegen so ein bisschen Geruch machen kann, ist so ein bisschen Frosch-Universalreiniger da reinmachen und dann gleicht es das ein bisschen aus. Und der Eimer, der wird halt immer, da sind ja diese Tüten drin mit dem Katzenstreu, diese auf Holzbasis und das funktioniert so gut, gibt es halt kein Problem und dann wird der Beutel zugemacht und entsorgt. Woher ist die Magnetleiste für die Messer oder fürs Besteck? Die hat mir vor Urzeiten mal ein Freund geschenkt, der Tischler ist. Und die gibt es aber auch so zu kaufen. Habe ich online schon ganz häufig gesehen. Und man kann sich die auch relativ leicht, vielleicht nicht so schön, aber man kann sich die auch selber machen. So, meine Lieblingskategorie Kommentare waren die, die immer mal wieder auf mich und mein Geschlecht eingegangen sind. Also es gab die Kategorie von Leuten, das waren die allermeisten, für die das vollkommen egal war, wer da jetzt steht und wer diesen Ausbau gemacht hat. Aber es gibt immer noch einen Großteil, für die das nicht zu fassen ist, dass eine Frau alleine ohne Mann so einen Ausbau macht und für die man das einfach irgendwie nochmal erklären und sich, ja, rechtfertigen fast schon muss, ob das denn wirklich wahr ist, dass man das alleine gemacht hat. Und ich werde das immer wieder sagen, solange Leute diese Frage stellen, auch wenn einige schon kommentiert haben, dass sie diesen Hinweis unnötig empfinden. Kleiner Auszug aus den Kommentaren. Ich männlich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang des Videos Vorurteile hatte, ob das auch wirklich alles passt, was du da gebaut hast. Aber ich muss sagen, du hast das echt sauber und durchdacht ausgebaut. Sehr schön. Warum sollte eine Frau das nicht können? Das war auch die Antwort, die einige von euch darauf gegeben haben. Dann hat jemand geschrieben, dass sie sich freut, dass endlich auch mal eine Frau zeigt, dass sie das kann. Das ist nämlich der große Punkt. Ich glaube, und so ist das ja auch in den Ausbaugruppen, dass viele Frauen sich da auch ein bisschen zurückziehen und das nicht so in die Öffentlichkeit stellen, zur Diskussion stellen, nicht mal eine Frage stellen wollen, weil die Reaktionen darauf nämlich immer wieder durch diese Geschlechtsbrille kommen und die sich da zum Teil Sachen anhören müssen, wie dumm die denn wären und dass sie es besser ganz lassen sollen und so weiter. Deswegen wundert es mich gar nicht. Es gibt sehr viele Frauen, die ihre Autos selber ausgebaut haben. Wenn ihr eine davon seid, schreibt mir das auf jeden Fall mal. Und die trauen sich nicht oder lassen es einfach, sparen sich diesen Ärger, sich da draußen zur Debatte zu stellen und dann vielleicht eine ganze Reihe nerviger Kommentare zu bekommen. Dann hat jemand geschrieben, na klar, könnt ihr Frauen das genauso gut. Der große Unterschied zwischen Mann und Frau liegt darin, wie wir konditioniert wurden. Amen. Nur noch als ein allerletztes, das, was einem die Gesellschaft immer erzählt, dass Frauen das nicht können oder so, ist bei mir nicht genug angekommen. Ich glaube immer, man kann das trotzdem. Vielleicht bin ich auch mit einem gesunden Maß an Selbstüberschätzung gesegnet. Ich weiß es nicht. Ich habe vorher schon mal ein Regal an die Wand gebracht und einen Nagel in die Wand gehauen, aber das war's auch. Ich habe vorher keine Möbel gebaut, ich habe kein Wassersystem angeschlossen. Aber man kann es lernen und man kann es auch einfach ausprobieren. Die meisten dieser Dinge führen nicht dazu, dass irgendwas explodiert. Und bei denen, wo das passieren kann, recherchiert man halt einfach doppelt und dreifach so viel oder fragt jemanden, der sich damit auskennt. Und an dieser Stelle allen, die ihr Auto, egal jetzt welches Geschlecht, ihr Auto selber ausgebaut haben, richtig cool. Cool, dass ihr das versucht habt. Besonders, wenn ihr kein Vorwissen hattet, besonders, wenn ihr keine Handwerker seid, würde mich sehr, sehr interessieren, wie das für euch gelaufen ist. Wenn ihr das so gemacht habt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt nach all dem,
könnt ihr die auch in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich die gerne. Und ansonsten hoffe ich, dass jetzt alle Informationen, die ihr gerne haben wolltet, dass ihr die bekommen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal, wenn ihr weiter so einen Quatsch sehen wollt.